Herzlich willkommen bei Pot of Gaming hier in einem neuen Video. Nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Wir machen heute einen kleinen Recap über die Deutsche Meisterschaft 2023 und bereiten uns damit schon auf die Europameisterschaft 2023 vor. Nicht lange rumgeschnackt, auf geht's ins Video! Und da sind wir auch schon im Video. Wir schauen uns ein bisschen an, so die Grafiken bzw. alles, was quasi an Statistiken uns aus dem Turnier geblieben sind. Denn es gibt keine Overall-Statistik dieses Mal. Aber wir haben hier eine Statistik von den Top 32. Und ich denke, das ist ja mit am relevantesten, denn die haben ja wohl am besten performt. Wenn wir uns das Ganze anschauen, dann haben wir in den Top 32 10 Kashtierer, 8 Sprites, 4 Labyrinth, 2x Rikas an Avalon, 2x Despia, 1x Scareclaw, 1x Dragonlink, 1x Traptrix, 1x Vanquished Soul, 1x Speedroid und 1x Poorly. Wir wissen natürlich, oder die meisten sollten wissen, dass einer mit Labyrinth gewonnen hat. Hier den Kabuji war das in dem Falle. Glückwunsch von meiner Seite geht auf jeden Fall raus. Das ist ein sehr, sehr guter Spieler, der auch schon viele Top-Platzierungen erreicht hat und auch immer sehr weit in den Turnieren in der Regel kommt. Diesmal konnte er auch sich den Titel wiederholen. Er hat einen YCS-Titel mittlerweile und auch einen Nationals-Titel, was natürlich sehr, sehr stark ist. Wie gesagt, Glückwunsch von meiner Seite an dieser Stelle. Wenn wir uns das ganze Feld angucken, dann haben wir 11 verschiedene Decks. Klar, es haben 1900 Spieler teilgenommen und es wurde am Ende nur Top 32 gespielt, was schon ziemlich tough ist, muss ich sagen. Gerade weil viele Spieler mit zwei Niederlagen nicht reingekommen sind. Aber dennoch denke ich, dass es auf der Europameisterschaft anders sein wird. Da werden wir Top 64 haben und da wird es vielleicht in Richtung London gehen, dass wir auch so 2.000 bis 3.000 Spieler haben. Und da wird es dann sein, okay, wahrscheinlich wird es dann so laufen, dass auch viele Spieler mit zu 2 gerade so reinkommen. Vielleicht mit zu 2.1, aber ich denke eher das nicht. Gegebenenfalls ist es aber so wie letztes Jahr, weil da wurde Top 128 gespielt und es wurde nach Tag 1 auf Cut 256 gestellt, sodass quasi die Hälfte von den Spielern, die an Tag 2 da waren, auch in die Tops gekommen sind. Das weiß ich aber nicht. Das kann sich entsprechend ändern. Das wissen wir jetzt noch nicht. Das werden wir entsprechend anschauen und wird natürlich rechtzeitig bekannt gegeben. Wenn wir uns das Ganze aber jetzt mal hier aus der Sicht von Germany betrachten, denn dafür sind wir jetzt quasi hier, ist, dass wir sehen, dass Kashtira und Sprite beide sehr, sehr stark performt haben und hier quasi die vorderen Plätze erreicht haben von der Performance oder beziehungsweise von der Anzahl in den Top Cuts, das trifft es eher. Und dann haben wir quasi noch, ja, so Decks wie Labyrinth, die dann als nächstes schon kommen. Das sind so die drei großen, sagen wir mal, und dann kommt der Rest so davor. Aber wie gesagt, wir sind hier bei 11 Decks, das ist natürlich eine sehr große Anzahl und eine sehr große Vielfalt, was ich einerseits cool finde, aber andererseits natürlich schwierig finde fürs Sideboard. Wir werden uns in einem anderen Video nochmal über das Sideboard generell unterhalten und auch darüber, was meine aktuellen Favoriten sind für die Europameisterschaft. Aber das Spiel besprechen wir in ein, zwei neuen Videos. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was wir quasi aus der deutschen Meisterschaft mitnehmen können, was es für Auffälligkeiten gab. Jetzt kurz noch zu der Grafik. Die Grafik ist von Lempi. Grüße gehen raus. Der hat auch einen super Job gemacht als Kommentator. Ich habe mir ein paar Feature-Matches angeschaut. Ist auf jeden Fall sehr gut anschaubar und ich bin auch dankbar, dass er hier quasi den ganzen Content aufnimmt und das Ganze natürlich auch entsprechend abspeichert, sodass man es ansehen kann. Falls ihr euch so Grafiken anschauen wollt oder auch generell Decklisten, die mit den Grafiken verlinkt sind oder mit den einzelnen Spielern verlinkt sind, dann schaut gerne in die Videobeschreibung, dort findet ihr die entsprechend. Wir schauen uns jetzt die Auffälligkeiten an. So, und dann habe ich hier die Auffälligkeiten schon im Hintergrund. Wir gehen jetzt, wie gesagt, einzeln durch. Ich erzähle natürlich wieder ein bisschen was dazu. Also zum einen habe ich gesehen, dass sehr viele Decklisten, die bis jetzt online waren und wo es auch verschiedene Deckprofiles gab, dass die Anti-Spell im Side-Deck gespielt haben. Zum Beispiel auch Top 4. Grüße gehen hier raus an Maxi. Ein guter Bekannter von mir aus Frankfurt, der Top 4 gekommen ist. Der hat auch Anti-Spell im Kashtira im Side-Deck gespielt sogar. Und ich habe es aber auch bei vielen verschiedenen Decks gesehen, wie zum Beispiel normales Sprite, teilweise bestimmt auch Labyrinth und ähnliches. Also das, die Karte war auf jeden Fall sehr stark vertreten. Und ich kenne auch ein, zwei Bekannte von mir, die Karte auf jeden Fall auch im Sideboard gespielt haben. Dann, die Viren waren natürlich mega stark. Also da gehen Grüße auf jeden Fall raus. Auch nochmal den Kabui. Super Zug und natürlich auch, dass er die Karte quasi gespielt hat. Mehrfache Ausführung oder beziehungsweise in dem
Ich weiß nicht, ob er sie in mehrfacher Ausführung gespielt hat oder ob er sie einfach Hardtrawn in dem Zuge hatte, weil man kann die ja in dem Deck suchen. Ist natürlich ziemlich krass, finde ich echt cool. Und das ging so schnell vorbei, das Finale durch die Karten, aber da sieht man halt, wie stark die aktuell sein können. Gerade wenn man sie auf Spells oder auch den Deck Devastation auf kleine Monster schmeißen kann. Dann haben wir Kashtira, Runic Sprite und Labyrinth waren hier die Top-Decks. Kashtira auf jeden Fall, Runic Sprite und Labyrinth waren so ein bisschen danach vertreten auf jeden Fall. Aber sie sind also Runic Sprite oder generell Sprite ist sehr nah an Kashtira gekommen, wobei sie da alle Sprite-Varianten zusammengefasst haben. Und Labyrinth war so der drittgrößte Vertreter, hatten wir ja eben schon mal besprochen. Aber Kashtira ist da weiterhin so der Contender, wo ich sagen würde, hat die meisten Auto-Wins, was ich auch als nächsten Punkt aufgenommen habe. Und ist auch mit am dominantesten noch, weil es auch wieder hier ins Finale gekommen ist und hätte damit die dritte National in Folge gewinnen können. Dann, das Format ist mega divers. Klar, Kashtira ist sehr stark, aber ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie nur ein-, zweimal gegen Kashtira gespielt haben auf dem ganzen Turnier und der Rest alles bunt gemischt war. Also wir haben ja eben auch in den Top Cut gesehen, dass es über 11 verschiedene Decks gibt. Und wenn man so richtig drüber nachdenkt, gibt es wahrscheinlich 15, 16 verschiedene Decks, weil Dragon Link, dies, das und alles Mögliche, was es da noch an verschiedene Varianten gibt. Also nicht Dragon Link, sondern Bestial Control. Und Dragon Link ist ja wieder was Eigenes. Und deshalb, also da gibt es eine große Vielfalt, das finde ich sehr, sehr interessant. Ist aber natürlich auch schwierig, was wir erwarten können für Euros, also für Utrecht. Die Euros könnten London 2.0 werden, habe ich hier so mal als Frage aufgeschrieben. Ich denke, es wird nicht der Fall sein, weil wir viel mehr Decks im Format haben als in London noch. Vanquish zum Beispiel ist noch dabei, wir haben mehr Dragon Links und so weiter und auch Kashtira ist zwar dominant, aber ist jetzt nicht mehr so der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Und deshalb gibt es auch mehr Decks, die sich dann natürlich wieder mehr zutrauen. Und natürlich gibt es auch Runic for Hire und Runic generell, die jetzt ein bisschen populärer sind, auch offensichtlicher sind als vorher. Demnach ist es wahrscheinlicher, dass man die natürlich auch sehen wird. Aber ich denke, so, es kann so ein bisschen in diese Richtung gehen. Also, dass wir Kashtira und Runic Sprite und Runic for Hire und sowas ähnliches haben oder auch Sprite generell, die in diese Richtung und dann auch sehr dominant sind. Labyrinth ist jetzt zurückgegangen zu der Floodgate-Version. Wir haben vorher gesehen, dass sie eher mit den IKEA-Möbelstücken gespielt worden sind. Jetzt ist es aber so, dass die quasi zurückgehen zur Floodgate-Version, weil das stärker ist gegen, ja, Arise hat und natürlich auch in so einem Feld, wo man nicht genau weiß, gegen was man trifft, ist das auch stärker, denn du hast viel mehr Optionen, mit Floodgates das Ganze schnell zu beenden, beziehungsweise halt mit den guten Fallenkarten wie Strike und ähnliches auch schnell, ja, gegen alles Mögliche zu gewinnen. Also die Karten sind einfach gut. Generell. Und natürlich haben die auch sowas wie Lava Golem gespielt, was natürlich auch sehr, sehr gut ist. Dann teilweise hatten wir es so, dass mehrere Go Second Decks unterwegs waren. Zum Beispiel Purli oder auch Kashtira, weil der gute Tom, der im Finale war, Grüße gehen ja auf jeden Fall auch raus an Tom Kleinegräber, der hat Kashtira gespielt und ist sehr oft damit wohl Second gegangen, weil er wohl mit Small World und ähnliches und Lava Golem dort dann eher Second gehen wollte, um das Feld zu brechen und dann sein Feld zu etablieren oder direkt noch TK zu schieben. Und das hat wahrscheinlich auch sehr gut funktioniert, sonst wäre er nicht ins Finale gekommen. Aber das ist natürlich eine Auffälligkeit, die wir hier auf jeden Fall erwähnen müssen. Dann haben wir Sprite. Sprite ist weiterhin sehr, sehr oft vertreten. Natürlich in verschiedenen Varianten, in Runic, in Melfi Sprite und auch in Evil Twin Sprite. Aber es ist auf jeden Fall ein Deck, womit wir rechnen müssen und was wahrscheinlich auch das meistgespielte auf den Euros sein wird. Wobei das auch Cash sein kann, aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, dass man. Also, man wird trotzdem sehr viel, ja, Flexibilität hier haben. Es wird nicht so sein wie der Cerberus, wo wir nur Sprite und Tier-Elements nahezu hatten. Hier haben wir jetzt quasi ein sehr offenes Meta. Dann haben wir den nächsten Punkt, der dadurch sich quasi ergibt, und zwar, dass der Deckbau-Skill weiterhin sehr wichtig ist, dass man das Deck sehr gut bauen muss und natürlich auch das Sighting entsprechend, sodass man quasi dann gut vorbereitet ist auf viele verschiedene Situationen. Und natürlich so das Beste aus dem Ganzen rausziehen kann. Wir schauen uns nun ein paar Karten an, die sehr stark für das Wochenende waren. Auf geht's dahin. So, und dann kann man die Karten im Hintergrund jetzt quasi schon sehen, über die ich sprechen möchte. Es gibt so ein paar Karten, wo ich das Gefühl habe, die waren auf jeden Fall sehr gut. Und es gibt ein paar Karten, die ich sprechen möchte, die sehr oft vertreten waren, aber eher nicht so stark performt haben in meinen Augen. Auch gerade, weil ich sehr viele Feature-Matches gesehen habe. Ich habe nahezu alle Feature-Matches geschaut. Die Zeit hatte ich, wobei es nicht ganz stimmt. Also ich hatte Samstagabend teilweise ein, zwei nicht komplett gesehen, aber wie gesagt, ich kann viel dazu sagen, so trifft es vielleicht besser.
Schauen wir uns erstmal an, wir haben hier Evenly Matched, das wurde in vielen Decks gespielt, gerade in den ganzen Runic-Decks oder so haben wir das sehr oft gesehen. Hat auch teilweise sehr, sehr gut performt, wobei sie auch teilweise sehr Deathcrow war und deshalb viel abgeschmissen werden musste. Abgeschmissen werden musste und demnach weiß ich noch nicht so ganz, was ich von der Karte halten sollte. Ich habe mir das Deckprofil von Joshua Schmidt schon angeschaut und er sagte, dass er mit der Karte nicht so zufrieden war, weil öfter irgendwo mal was liegen geblieben ist und dann ist die natürlich nicht mehr so gut. Ist Ansichtssache, aber ich finde, die Karte ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Sie wird auch von vielen Leuten gespielt. Muss man auf jeden Fall heutzutage auf dem Schirm haben. Aber ich glaube nicht, dass sie zwingend notwendig ist, um im Format zu spielen. Aber es ist eine gute Option auf jeden Fall. Dann haben wir als nächstes die Karte, die quasi das Finale gewonnen hat, Ausrottungsvirus. Sie steht generell für den Ausrottungsvirus und auch für den Deck Devastation Virus, der quasi die kleinen Monster nimmt und die nimmt ja Spell oder Fallen. Und dementsprechend, also die Karte ist auf jeden Fall sehr stark und die Decks, die die nutzen können, sollten sie auf jeden Fall spielen. Ein Riesenvorteil ist, wenn man zum Beispiel Bistels oder ähnliches spielt, die sind direkt quasi ein Target für die Karte. Und das ist natürlich sehr gut ausnutzbar, was man auf jeden Fall machen sollte. Die Karte ist sehr, sehr gut gegen Kashtira, aber auch gegen viele andere Decks ist sie auf jeden Fall stark. Und generell die Viren, wie zum Beispiel auch der Deck Devastation Virus, sowas gegen Sprite und ähnliches, unfassbar stark. Deshalb, also die Karten sind auf jeden Fall relevant. Man muss überlegen, welche man siden wird. Aber man kann auf jeden Fall eins von beiden hier im Side-Deck spielen, gerade für Going First, um schnell einen Auto-Win zu haben. Dann haben wir Dark Ruler Nomon, ist mit Abstand aktuell die beste Going Second-Karte, habe ich das Gefühl. Man sorgt dafür, dass die Felder quasi dadurch ausgeschaltet sind. Man kann die dann quasi überrennen oder nehmen oder ähnliches. Und das ist natürlich sehr stark oder auch mit Zeus weglegen. Dementsprechend, also die Karte gefällt mir aktuell sehr gut und sollte spätestens im Side-Deck vorhanden sein. Aber ich gehe aktuell eher davon aus, dass es wieder so ein Zeitpunkt ist, wo man die mainen könnte. Dann haben wir Talon. Talon ist auch eine Karte, die aktuell sehr stark ist. Gerade aber nur Going Second, Going First geht es so, weil weniger Handtraps gespielt werden, aber Going Second ist hier auf jeden Fall stark, spricht natürlich direkt durch gegen sowas wie Kashtira oder ähnliches, wo sie alleine gewinnen kann. Und natürlich auch generell gegen andere Decks wie die Evil Twins oder so ist sie einfach okay, gerade weil weniger Omni-Gates gespielt werden. Und demnach kann man die Karte auf jeden Fall spielen, um Teil des Felds zu nehmen oder weitere Karten zu ziehen und ähnliches. Sie hat nicht den Mega-Impact wie jetzt ein Dark Cooler oder ähnliches. Kann aber dafür sorgen, dass es ein bisschen Flexibilität gibt, weil sie auch Going First genutzt werden kann. Dann haben wir als nächstes Karte Nibiru, die wurde auch für öfter mal gespielt. Die habe ich auch im Feature-Match gesehen, in Labyrinth zum Beispiel. Oder auch in der Liste von Joshua Schmidt oder in anderen Listen habe ich die Karte auch gesehen. Die hat so semi-performt, so wie die Leute das erzählt haben. Aber teilweise kam sie dann doch gut und war natürlich nicht verkehrt für das Ganze. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob man die weiterhin spielen sollte. Also ob man sie generell spielen sollte, bin ich mir nicht sicher. Man kann sie vielleicht siden, das wäre wahrscheinlich der richtige Move. Aber ich bin mir darüber nicht sicher. Und wir werden uns darüber Gedanken machen in einem anderen Video, wenn wir über die Karten sprechen, die wir auf jeden Fall fürs Side-Deck, fürs Main-Deck haben wollen, als Non-Engine. Und ich bin mir nicht sicher, ob da Nibiru wirklich so relevant sein wird. Dann haben wir Lava Golem. Lava Golem ist so ein bisschen der bessere Nibiru in Anführungsstrichen aktuell, weil der Go Second wirklich aktiviert werden kann und dafür ist es nicht relevant, wie viele Monster der Gegner generell im Zug beschworen hat, sondern er sollte einfach nur zwei auf dem Feld haben, die man wegnehmen kann. Aber die Karte ist natürlich auch nur gut für Decks, die wirklich die Normals dann nicht brauchen und die dann einfach sowas wie Lava Golem spielen können, zum Beispiel Kashtira oder auch Labyrinth. Die brauchen die Normals dann nicht unbedingt und können natürlich dann auf diese Karte zugreifen. Dann als nächstes Cosmic Cyclone, der ist natürlich auch sehr stark gegen die ganzen Runic-Varianten, aber natürlich auch gegen Labyrinth. Entsprechend gut und demnach, also die Karte ist auf jeden Fall ein neuer wichtiger Bestandteil. Ich denke, er wird auf jeden Fall auch in dem einen oder anderen Side-Deck zu finden sein, beziehungsweise kann er natürlich auch stark sein für das Main-Deck. Das muss man nochmal schauen, aber die Karte kann auf jeden Fall relevant dafür sein. Und dann haben wir noch Antimagischer Duft als letzte Karte. Die hatten wir eben schon mal ein bisschen erwähnt, dass die quasi sehr oft gespielt worden ist. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich sie im Side-Deck spielen werde für Euros. Das waren die interessanten Karten. Wir gehen jetzt in die letzte Grafik, machen nochmal so ein kleines Fazit über die deutsche Meisterschaft. Auf geht's dahin! Und dann sind wir schon auch in der letzten Station des Videos angekommen. Ich hoffe, das Video ist für euch sehr informativ und es hilft euch natürlich auch weiter. Ich freue mich weiterhin über diese vielen Viewerzahlen für die Serie oder Reihe, die ich jetzt hier quasi mache über die Nationals und auch in Vorbereitung für die Europameisterschaft. Macht mir mega viel Spaß und ich freue mich auch da Content entsprechend zurückgeben zu können. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall raushauen.
Lasst ein Abo, lasst ein Like da. Ich freue mich auch, dass die Abozahlen in der letzten Zeit auch weiterhin sehr gestiegen ist und dass wir jetzt fast bei 100 Abonnenten sind. Klar, das ist noch sehr klein, aber dafür, dass ich den Kanal noch nicht so lange betreibe und teilweise noch ein bisschen unprofessionell in manchen Dingen bin, freue ich mich darüber sehr und ich freue mich sehr darüber, noch mehr Content mit euch teilen zu können. Also gebt es gerne an Leute weiter, die auf jeden Fall was für Yu-Gi-Oh! Dazu lernen wollen und immer auf dem neuesten Stand bleiben wollen. Schauen wir uns nun an, was mein Fazit zu der Deutschen Meisterschaft 2023 ist. Ja, im Prinzip, also Leverun hat gewonnen, weil es generell gute Matchups hat. Es hat eigentlich nur Kashtira, so vielleicht das schlechteste Matchup, und Runic kann man noch dazu zählen. Aber Runic halt auch nur bedingt. Demnach weiß ich nicht so ganz, wie ich das Ganze sehen soll. Am Ende haben es halt hier die Floodgates-Gerichte und natürlich auch die Viren. Wenn man darüber nachdenkt, dass man den Würfelwurf gegen Runic gewinnt und dann direkt ein Virus zünden kann, in verschiedenen Situationen kann das schon sehr stark sein. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es die beste Variante oder die beste Wahl für die Euros ist, also für die Euros, also für die Europameisterschaft ist, weil quasi die Leute das jetzt wieder mehr auf dem Schirm haben und jetzt ein bisschen wachgerüttelt sind, dass man doch wieder mehr Backrow-Removal und ähnliches spielen muss. Und demnach kann es dann wieder ein bisschen schwieriger sein, wobei generell Cosmic Cyclones und ähnliches schon gespielt worden sind. Demnach bin ich mir da einfach nicht so sicher, wie Labyrinth aktuell der Stand jetzt ist. Dann Kashtira und Sprites sind sehr oft vertreten gewesen. Das hat man ja schon mehrfach in dem Video auch besprochen. Ich denke, so wird es auch für die Euros belaufen, so dass ich Kashtira und Sprite so an erster und zweiter Stelle sehe und danach vielleicht Labyrinth und der Rest. Aber das sind so die beiden Decks, wo ich mich am meisten darauf vorbereiten werde und wo ich denke, wo man auch die Chance hat, am meisten gegen zu spielen. Dann ein Punkt, der mir auch schon in dem Video ein, zwei Mal aufgefallen ist und den ich generell auf jeden Fall nochmal erwähnen möchte, ist, dass wir über 12 starke Decks aktuell im Format haben. Das heißt, wir haben eine riesengroße Vielfalt, wir haben viele verschiedene Decks und wir haben natürlich auch viele verschiedene, ja, Strategien und Non-Engine-Karten und ähnliches, alles Mögliche im Format. Und das macht es natürlich deutlich schwieriger, das Sideboard zu bauen oder auch generell das Main-Deck zu bauen oder auch gegen die verschiedenen Decks zu spielen, denn man muss die ja im Prinzip alle können, um die entsprechend auch spielen zu können. Und das finde ich schon ziemlich schwer, ist aber auch eine coole Herausforderung auf jeden Fall. Also wir werden uns anschauen, was jetzt für die Euros an Decks relevant sein wird. Und das sind einfach mega viele. Und ich werde da in Anführungsstrichen die meistvertretensten auspacken oder beziehungsweise auswählen, die ich zeigen möchte, mit denen ich über euch mit, Entschuldigung, mit denen ich euch. Okay, den Satz nochmal von vorne anfangen. Okay. Wir sprechen über die Decks dann zusammen und wählen da verschiedene aus, wo ich denke, die sind stark genug, um Europameister zu werden. So, das ist der Satz, den ich bilden wollte. Gut, schauen wir uns an. Das macht natürlich schwer, das Sideboard zu bauen entsprechend. Das hatte ich ja auch schon mehrfach gesagt. Ich bin aber sicher, dass das hier nochmal erwähnt werden muss. Man kann es aber trotzdem relativ okay bauen, da die Varianten und Versionen sich nicht unbedingt ändern und man hier auch für Going First was drin haben muss, für Going Second, Backrow Removals und auch Handtraps oder starke Non-Engine-Karten. Deshalb, also da gibt es ungefähr eine Richtung und da werden wir auch nochmal ein Side-Deck-Pattern besprechen, denn ich denke, das ist auch sehr wichtig für die Europameisterschaft. Ansonsten ist natürlich auch wichtig, ein bisschen Glück bei den Matchups zu haben, denn wenn wir uns vorstellen, wir, keine Ahnung, wir bauen jetzt ein Deck, wie zum Beispiel Dragonlink, was generell ein sehr gutes Matchup hat, außer Kashtira. Und wir treffen jetzt auf der Europameisterschaft sechsmal gegen Kashtira, dann haben wir einfach Pech gehabt an dem Tag. Wenn wir aber nur einmal oder zweimal gegen Kashtira treffen und wir vielleicht einmal sogar gewinnen, weil wir eine gute Hand haben oder einfach den Würfelwurf gewonnen haben oder einfach besser hatten als der Gegner, dann ist das eine sehr gute Deckwahl gewesen. Kann natürlich auch anders sein, wie gesagt, wenn ihr sechsmal Kashtira zum Beispiel trefft. Und ich selbst tue mir aktuell sehr schwer bei der Auswahl, bin ich ganz ehrlich mit euch, weil es viele verschiedene Decks gibt, die ich viable finde. Und ich finde auch teilweise, die Decks sind untereinander gegenseitig wieder stärker und schwächer, dass wir so einen Kreis haben und das ist natürlich nicht so einfach, entsprechend auszuwählen. Zusätzlich gibt es Decks, die mir mehr Spaß machen als andere. Zum Beispiel Dragonlink finde ich ganz cool, macht mir sehr viel Spaß. Aber sowas wie Kashtira oder so finde ich zum Beispiel ist auch okay vom Spaßlevel, ist aber von der Stärke meiner Meinung nach ein bisschen besser in so ein offenes Feld als Dragonlink. Aber das ist halt Ansichtssache und da muss ich einfach noch mehr testen. Und da werden wir uns in den nächsten Videos auf jeden Fall drunter unterhalten oder drüber unterhalten, besser gesagt. So passt das jetzt wieder. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute, und fürs Zuhören. Und wie gesagt, ich hoffe, der Content hilft euch weiter. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin habt einen schönen Abend. Und ich freue mich, von euch zu hören in den Kommentaren oder beziehungsweise zu lesen, was ihr zu dem Ganzen sagen habt, wie ihr die Deutsche Meisterschaft erlebt habt und welche Decks ihr denkt, sind relevant für die Europameisterschaft.
Bis dahin, Leute.